Schweizer Volksabstimmung. Sieg für den Rechtsstaat. Die Schweizer wollen kriminelle Ausländer nicht automatisch abschieben. Bei der Volksabstimmung hat eine Mehrheit gegen die umstrittene Durchsetzungsinitiative der Schweizerischen Volkspartei SVP gestimmt. Damit verhindern sie eine Zweiklassenjustiz und verteidigen ihre Grundrechte erfolgreich gegen einen Angriff von rechts. Mehrheit optimistisch bei Flüchtlingsintegration. Schaffen wir das? Mehr als 2/3 der Deutschen sind der Ansicht, dass die Integration von Flüchtlingen in Deutschland gelingen wird. Das ergab eine repräsentative Umfrage von Infratest. Bei der Frage, ob der Wohlstand in Deutschland durch die Aufnahme von Flüchtlingen bedroht sei, zeigt sich eine deutliche Mehrheit der Deutschen gelassen. 61% antworten hier mit Nein. Keine Fremdenfeindlichkeit in Deutschland. Deutsche schämen sich für Übergriffe. Eine große Mehrheit der Deutschen schämt sich für die gewalttätigen Proteste gegen Flüchtlinge. Laut einer Umfrage des ARD Deutschlandtrends sind es 83%. 76% der Befragten fordern, dass Politiker die Übergriffe stärker verurteilen sollten. Deutscher Arbeitsmarkt aufnahmefähig. Nicht jeder könne Arbeit finden, aber viele. Das sagte der Vorstand der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, gegenüber der Welt. In diesem Jahr werden 350.000 anerkannte Flüchtlinge eine Ausbildung oder Arbeit suchen. Das sei für den deutschen Arbeitsmarkt derzeit kein Problem. Momentan entstünden jährlich rund 700.000 neue Arbeitsplätze. Bildungspolitik. Gute Aussichten für Lehrer. Das Bayerische Kultusministerium hat über 1.000 neue Stellen für Lehrer geschaffen, um die rund 60.000 Flüchtlingskinder im schulpflichtigen Alter zu integrieren. Sie sollen die Kinder und Jugendlichen an Grund-, Mittel- und Berufsschulen in speziellen Förderklassen unter anderem Deutsch unterrichten. Umfrage: 1/3 der Betriebe will Flüchtlinge einstellen. 34% der Unternehmen wollen in diesem oder im kommenden Jahr geflüchtete Menschen einstellen. Das geht aus einer Befragung des IFO-Instituts unter rund 1000 Personalleitern hervor. Offenbar machen sie gute Erfahrungen. 2/3 von den Chefs, die bereits Flüchtlinge beschäftigt haben, wollen in den kommenden 2 Jahren weitere Geflüchtete einstellen.